75. Minute bei Schalke 04 gegen Leverkusen. Die wohl verrücktesten 20 Sekunden der Saison. Jörg Burg verwandelt einen Elfmeter gegen Schalkes Ersatztorhüter Heino Roth. So weit, so gut, schon 25 Mal in der Liga passiert. So ein Butt-Elfer. Doch das geschah ihm noch nie. Mike Hanke führt den Anstoß blitzschnell aus. Ebbe Sand berührt den Ball, wohl ganz leicht. Wusch, 52 Meter, der sitzt. Mike Hanke, der dritte Spieler der Bundesliga-Geschichte, dem so ein Tor vom Anstoß gelingt. Vorher hatten das nur Alex Alves und Sigi Reich geschafft. Schauen Sie mal auf das Gesicht von Jörg Butt. Der kapiert zunächst gar nicht, was da geflogen kommt. Der Ball war's. Der Ball.